Willkommen zurück zu Gothic. Wie versprochen habe ich jetzt bis Mitternacht geschlafen und werde erstmal die Schmiede ausnehmen. Ui, hoffentlich sehen die mich nicht, die beiden da. Ach verdammt, da arbeitet ja noch einer. Die Zeit. Alter. Erstmal abwarten. Ist jetzt jemand mit, wenn ich hier so im Dunkeln mich an die Kiste ranmache? Aber bevor ich es jetzt mache, speichere ich natürlich erstmal. Ja, am besten doppelt. Wer weiß. Nicht, dass es dann nachher nicht mehr laden kann oder so. Links, rechts, rechts. Links. Aha, links, rechts, rechts, links. Links. Von links, rechts, rechts, links, links, links. Okay. Oh, Crawlerzangen. Klingen. Und nochmal ganz viel Rohstahl. Geiler Scheiß. Und es hat scheinbar niemand mitbekommen in der Dunkelheit. Coole Sache. Ich werde es jetzt nicht direkt verkaufen, sondern wieder offscreen in hochwertige, einfache Schwerter verwandeln. Damit ich da einiges mehr Erz dafür bekomme. So, jetzt würde ich gerade noch mal mich schlafen legen. Bis zum nächsten Morgen. Ich glaube, ja genau, hier war das. Wunderbar. Warum sitzt da einer? Habe ich dich nicht zur Arbeit geschickt? Warte mal. Habe ich dich nicht zur Arbeit geschickt? Oder bist du der andere, der Mitbewohner sozusagen? Ah, du bist der Mitbewohner. Alles klar. Ich hoffe, dass das nicht das Novizenbett, sondern das von dem Hakuno. Dieser Hakuno? Ich glaube. Hakuno... Hakuna Matata. Jo, hier rum war das doch, oder? Nicht? War das nicht hier? Oh mein Gott, dieses Lager ist so unübersichtlich. Ja, ich glaube da hinten bei den Fahnen, da kam ich da rum, bei den Flaggen. Nee, doch nicht. Oder was hier? Ach nein, genau hier war die Absperrung. Na hä, doch nicht. Was? Das passiert nicht. Oh Mann! Ja, da war die Absperrung. Kann ich da jetzt eigentlich einfach rüber? Und dann auf der anderen Seite wieder runter? Das wäre so viel einfacher, als außen rum zu laufen. Ich probiere das einfach mal aus. Dann müsste jetzt hier ja irgendwo einen Leiter nach unten. Genau, da ist der Baal und da geht's runter. Sehr schön. Ah, ist das gut. Und da oben könnte es sogar auch Korkalom sein. Wie gesagt, der ist irgendwo oben. Aber ich spreche erstmal mit dem Baal. Du hast unsere Sammler verteidigt. Damit hast du nicht nur bewiesen, dass du auf unserer Seite stehst. Du hast dich auch als würdiger Diener des Schläfers erwiesen. Du bist meiner Meinung nach bereit, die Robe eines Novizen zu tragen. Okay, danke schön. Harlock hieß er. Harlock. Hast du mir noch irgendwas zu sagen? Ich kann dir gerade nicht ansprechen. Keine Panik. Hast gewonnen. Du lernst schnell. Ich will dich ansprechen. Geht Lass doch. Mich in Ruhe, ich mach ja schon. Okay, er sagt ja nichts mehr. Na gut, habe ich das Erz eigentlich abgeliefert bei dir? Nee, ne? Hier, 108 Sumpfkraut. Habe ich Erz gesagt? Ich meinte natürlich das Kraut. Das habe ich jetzt nicht abgeliefert, sondern das muss ich direkt zu Korkalom bringen. Ist das hier Korkalom? Templer? Korkalom? Nein, nicht Korkalom. Bist du da drin, Korkalom? Nein, auch kein Korkalom. Wo ist denn Korkalom? Ist der auf der noch eine Ebene höher vielleicht? Ah, da oben, das könnte sein, ne? Noch ein bisschen höher. So als Anführer ganz oben. Ich laufe lieber ein bisschen vorsichtig. Ich will hier nicht runterfallen. Ich glaube, das könnte tödlich sein. Novize. Nein. Ja, ich bin ja schon wieder weg. Ach Leute, ich gucke mich hier doch nur um. Da geht's noch weiter hoch. Ist vielleicht... Ah, da oben. Da könnte er vielleicht auch sein. Das ist noch weiter oben. Ja, ne? Genau da. Bin ich jetzt gerade fast runtergefallen, dass ich langsam gelaufen bin.
Wo ist denn dieser Kokalom? Meine Güte. Ah, Junge, versteckst du dich? Vielleicht hier? Ach nein, das ist nur eine Möglichkeit hochzukommen, ohne die Leitern zu benutzen. Ich will doch nur dieses blöde Rezept. Das kann doch nicht so schwer sein. Vielleicht hier unten? Ja, ist nur Novize. Da geht's. Nee, da geht's nicht weiter. Okay, wo kam ich da jetzt? Nee, warte. Nee, hä? Was? Da sind. Da war ich doch gerade. Ist das dann vielleicht doch nicht hier oben? Ach, ah, da hinten geht's auch noch weiter. Hä, nee, Moment. Hä, was? Ach nee, da hinten war ich. Okay. Dann geht's hier weiter. Da kann ich wohl kämpfen lernen, wenn ich mich anschließen möchte. Geht's vielleicht hier dann zu Kokalom? Grafikfehler. Templer. Oh, wo ist denn dieser Kokalom? Da ist er auch nicht. Auch hier ist er nicht. Sag mal. Nicht jetzt bald überall durch. Das ist eher wie der Rand des Lagers. Lager hasse. Ach, da geht's ja auch noch weiter. Vielleicht ist er ja da. Nee, ne, da war ich schon, okay. Also, gut. Dann werde ich jetzt mal eben Fortuno suchen. Weil irgendwer meinte, Kokalom sei über Fortuno. Katastrophe. Vor allem ist halt auch die Struktur des Lagers oben und unten komplett verschieden. Das heißt, wenn man sich unten gerade mal einigermaßen zurechtfindet und dann hochgeht, ist einfach alles wieder anders. Abgesehen davon ist das ganze Lager komplett chaotisch, sowohl oben wie unten. Das war doch klar, dass es da ist die Schmiede, dann müsste hier Fortuno sein und darüber Kokalom, ne? Ja, gut, ist hier irgendwo eine Leiter? Da sind Leitern. So. Jetzt aber. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist ja. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Okay. Aber hier war ich, glaube ich, vorher noch nicht. Ah, Kalom ist Leibwache. Das sieht doch gut aus. Allerdings, wenn hier eine Leibwache steht, werde ich wohl kaum dazu kommen, ihm das Rezept irgendwie. Aus der Truhe zu klauen oder so. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich da reingehe. Wenn du meinem Meister keinen Respekt entgegenbringst, werde ich dich töten. Ja, ja, ist schon okay. Mann, dieser Personenkult. Kann ich das Buch lesen? Nein. Da ist wohl das Rezept nicht drin. Kokalom! Hey! Na, Alter. Was willst du? Ich bringe die tägliche Sumpfkrauternte. Ha! Gib her! Und verzieh dich wieder! Hey! Was willst du? Ich habe Crawler-Zahn für dich. Sehr gut! Nimm einige meiner besten Tränke als Belohnung! Coole Sache! Einer der Händler aus dem alten Lager will das Rezept für einen Heiltrank von dir haben. Meine Rezepte sind unverkäuflich. Dammit! Was machst du für Experimente? Meine Forschung befindet sich auf einer Ebene, von der du nichts verstehst, Bursche. Also verschwende nicht meine Zeit. Ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich habe gehört, du bist der Meister der Novizen und entscheidest, wer aufgenommen wird.
Ich habe keine Zeit. Meine Experimente sind zu wichtig, als dass ich mich um neue Novizen kümmern könnte. Ich verlasse mich auf das Urteil der Baals. Wenn sie sagen, dass du bereit bist, die Robe eines Novizen zu tragen, kehre zu mir zurück. Da gab es gerade noch eine neue Gesprächsoption. Ich glaube, ich habe die Baals überzeugt. Baal Orun sagt, ich habe mich als würdiger Diener des Schläfers erwiesen. Wir sehen uns. Einer ist wohl zu wenig. Möge der Schläfer dich erleuchten. Okay, wo schläfst du denn? Du schläfst da, oder? Nein, das ist kein Bett. Wo schläft dieser Typ? Weiß ich nicht. Ich könnte jetzt mal versuchen, bis Mitternacht zu warten. In der Hoffnung, dass er dann irgendwo schläft und ich in seine Hütte kann und mich an seinen Truhen zu schaffen machen kann. Okay, war ich hier nicht vorhin schon? Ich glaube, ich war hier vorhin schon. Dann habe ich das wohl voll verpennt. Hier hinten noch weiter zu gehen. Kane! Deckard Kane? Nein, nur Kane. Ach komm, Junge. Du kannst rauchen, wenn ich fertig mit dir bin. Ey, ich will dich ansprechen. Sag mal, spielt die Steuerung jetzt oder was ist los? Dein Glück, aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Hä? Jetzt. Wie komme ich an das Rezept von Kalom? Gar nicht. Er hält es in seiner Truhe verschlossen. Das rückt er niemals raus. Sag ich doch. Hi, ich bin neu hier. Ich bin Kane, Schüler von Koa Kalom. Du hast sicher schon von ihm gehört, richtig? Na klar. Ja. Dann weißt du ja, dass er hier der zweitwichtigste Mann nach Iberion ist. Und was tust du? Ich helfe meinem Meister bei der Aufbereitung der alchemistischen Substanzen. Im Wesentlichen Sumpfkraut und Mindcrawler-Sekret. Vor allem das Sekret braucht er dringend. Wo bekomme ich das Sekret der Mindcrawler? Crawler findest du in der alten Mine. Aber du musst wissen, wie du ihnen das Sekret abzapfst. Falls du wirklich vorhast, dich mit den Biestern anzulegen, sprich besser vorher mit einem der Templer, der Erfahrung hat. Zum Beispiel Guanadrak. Er ist jeden Tag zwischen unserem Lager und der alten Mine unterwegs. Morgens triffst du ihn unten, am Labor. Was kannst du mir noch über deinen Meister erzählen? Er ist nicht wie die anderen Gurus. Er gestattet jedem, ihn anzusprechen, aber niemandem seine kostbare Zeit zu verschwenden. Okay. Dann ist das da hinter dir wahrscheinlich deine Hütte. So wie ich das einschätze. Also werde ich mich mal hier zur Ruhe begeben. Bis Mitternacht. So, und jetzt hoffe ich mal, dass Kokolum schläft. Ah, war das hier unten? Dann habe ich das übersehen. Scheiße, da ist die Wache. Wann habe ich zuletzt gespeichert? Da vor Kalom und dann danach noch ein bisschen. Speichere ich mal auf einen anderen Slot. Und hoffe mal, dass die Wache mich jetzt nicht bemerkt. Ah, der Typ arbeitet ja immer noch. Was ist denn da los? Was macht denn der? Wie komme ich an die Truhe? Ist das da unten eine Truhe? Nein, nur hier oben. Blödsinn, das ist keine Truhe. Rechts. Rechts. Links. Rechts. Kalums Rezept. Okay, mehr will ich auch gar nicht tun. Ich bin froh, dass es keiner bemerkt hat. Ich will jetzt gar nicht riskieren, noch die andere Truhe zu öffnen. Wow, das war erstaunlich einfach. Und jetzt spaziere ich hier einfach raus, oder wie? Ist ja lustig. Sau gut. Habe ich noch eine Quest hier? Brauche ich nicht. Will gar nicht aufgenommen werden. Das Rezept, genau, für Dexter. Neue Seelen für die Bruderschaft. Baal. Ich werde niemals rausfinden, welcher Baal mich da geschickt hat.
um mir die Erfahrung abzuholen wieder. Weil das blöde Lager einfach so saumäßig unübersichtlich ist. Nee, ich glaube, ich habe jetzt echt genug vom Sektenlager, vom Sumpflager hier. Und werde mich jetzt wieder auf den Weg zurück ins alte Lager begeben. Ich habe das Rezept für Dexter. Ich habe hier doch gut Erfahrung bekommen. Ah, Moment, ich wollte doch Fortuno... Nee, Moment, Fortuno habe ich schon, oder? Fortuno habe ich doch die Pfeile und Bolzen abgenommen. Oder habe ich die... Nein, mit Fortuno habe ich noch gar nicht gehandelt. Ich habe dem Schmied des Erz und die Pfeile und die Bolzen abgenommen. Yep, das ist richtig. So war das. Ja. Das heißt, ich werde jetzt mal offscreen hier meine Klingen verarbeiten. Und dann bei Fortuno ein bisschen was verticken in der nächsten Folge. Aber das Schmieden mache ich wieder offscreen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.